Es ist ein reines Sommerferiengebiet. Es gibt dort sonst nicht viel und im Winter ist alles wie ausgestorben. Wenn der Campingplatz zumacht, ist man im Dorf wieder für sich. Es geht dort sehr familiär zu. Verbrechen kommen selten vor. Hier und da mal ein Einbruch oder eine Alkoholfahrt, aber keine Gewaltverbrechen. Sie können den 35-Jährigen jedoch nirgends entdecken und wenden sich schließlich an die Polizei. Police Constable Phil Greaves beginnt gerade seine Frühschicht. Die Kollegen von der Nachtschicht berichteten mir, dass ein erwachsener Mann mit seinem Wagen verschwunden war. Sowas kommt vor. Peter Moores Eltern verdienen ihr Geld mit einem eigenen Haushalts- und Eisenwarengeschäft, das sie im Erdgeschoss des Hauses betreiben. Eisenwaren und Haushaltsgeräte gab es dort. Eigentlich so ziemlich alles. Der Laden war recht überladen mit Wasserkesseln und solchem Zeug. Peters Mutter ist vernarrt in ihren kleinen Sohn. Mrs. Moore liebte ihren Sohn über alles. Er konnte nichts falsch machen. Ich glaube, sie liebte ihren Sohn mehr als ihren Mann. Und Peter liebte sie genauso abgöttisch. Doch Peter Moore ist anders als seine Altersgenossen. Peter war schwul. Das war schon als Teenager klar. Die anderen Jungs wussten, was los war und behandelten ihn entsprechend. Ich glaube, sein Vater wusste, dass er schwul war und das gefiel ihm nicht. Wahrscheinlich tolerierte er seine Angewohnheiten nicht und auch nicht Peters Persönlichkeit. Er war sehr abweisend zu ihm. Wenn man als junger Mensch erniedrigt wird, baut man Hass und Verachtung gegen die Quelle der Erniedrigung auf, ob diese Person Vater, Mutter oder ein Lehrer ist. Die Person wird zum Hasssymbol und sobald die erniedrigte Person die Möglichkeit hat, sich zu wehren, wird sie es tun. Keiner, der den umgänglichen Kinobesitzer kennt, ahnt, dass er ein dunkles Geheimnis hat. Offensichtlich verfolgte er seine Opfer erst und überfiel sie dann. Der Täter griff immer von hinten an und benutzte vermutlich einen Schlagstock. 22. September 1995. Der pensionierte Bahnarbeiter Henry Roberts verbringt den Tag zu Hause. Wie eigentlich jeden Tag nach dem Tod seiner Mutter 9 Jahre zuvor. Roberts lebte in einem ziemlich heruntergekommenen Haus in Kargeliok, einem kleinen Dorf unweit von Holyhead. Man munkelte, dass er schwul war, aber in der örtlichen Gemeinschaft wurde er respektiert. Henry war Junggeselle und lebte eher zurückgezogen. Er galt als etwas exzentrischer Einzelgänger. Und er pflegt ein kontroverses Hobby. Er sammelte Nazi-Devotionalien. Henry ist jedoch auch ein Gewohnheitsmensch. Jeden Abend geht er in die örtliche Kneipe. Als Henry 3 Tage hintereinander nicht in seiner Stammkneipe auftaucht, machen sich die Leute langsam Sorgen. Man vermutete, ihm sei etwas zugestoßen. Also machten sich ein paar Männer aus der Kneipe auf die Suche nach ihm. Sie betraten seinen Hof und da lag er. Offensichtlich war er schon länger tot.
Die herbeigerufene Polizei stellt fest, dass der 56-Jährige ermordet wurde. Eine äußerst brutale Tat. Man hat mehrfach auf Henry Roberts eingestochen. Der Täter hatte ihm die Hose heruntergezogen, sodass man seinen Hintern sah. Auch dieser war von Stichwunden übersät. Knapp einen Kilometer entfernt hatte ein neuer Supermarkt aufgemacht, was Moore natürlich zu schaffen machte. Also erweiterte er das Angebot. Das obere Stockwerk baute er in eine Disco um, die Black Cat Disco. Aber die Anwohner fühlten sich durch die grellen Lichter und die laute Musik gestört, denn es gab keinen Schallschutz. Peter Moore betreibt außerdem einen Handel mit Gasflaschen und reist dafür durch die Gegend. Die Leute vom Campingplatz konnten ihn abends um 10 anrufen und sagen, wir haben kein Gas mehr. Schon saß er im Auto und brachte ihnen eine Flasche. Das fanden sie natürlich toll. Doch der freundliche Ladenbesitzer hat auch Probleme. Polizist Dave Morris berichtet von häufigen Einsätzen in Darlington House. Meistens ging es bei diesen Fällen um Ladendiebstahl oder eine Beschädigung seines Eigentums. Dem Polizisten entgeht die seltsame Atmosphäre im Geschäft nicht. Das Personal war oft nicht willens, mit uns zu sprechen. Peter war ja schwul und seine Angestellten waren anscheinend Männer, mit denen er etwas hatte. Ich gewann den Eindruck, dass Peter Moore ein recht dominanter Typ war. Mitbesitzer Mike Owen erinnert sich, dass Peter Moore sich sehr wohl fühlte als Herr des Hauses. Ladenbesitzer haben etwas Exhibitionistisches an sich. Immerhin versuchen sie ja, den Leuten etwas zu verkaufen. Peter Moore war ziemlich gut darin und ihm gefiel es auch, im Mittelpunkt zu stehen. Doch hinter den Kulissen hält Mutter Edith die Fäden in der Hand. Nachdem wir mit Peter gesprochen hatten, mussten wir immer noch seiner Mutter Bericht erstatten. Für sie war er offensichtlich immer noch ihr kleiner Junge, obwohl er längst ein erwachsener Mann war, der für sein und ihr Auskommen sorgte. Ich glaube, sie wollte eigentlich nicht, dass er jemals erwachsen wird. Die Leute setzten ihre Kinder im Kino ab, wo sie bei Peter in guten Händen waren. Er mochte Kinder und wollte ihnen mit den Filmen Vergnügen bereiten. Ein echter Gentleman. Doch der Kinobetreiber besitzt auch andere Seiten. Irgendwann fing er an, anrüchige Videos zu verkaufen, mit denen man nicht einfach so aus dem Laden gehen konnte. Der Mann war überall bekannt, doch sein dunkles Geheimnis kannte niemand. Er hatte offensichtlich ein Faible für Lederklamotten, die er aber nur abends zum Ausgehen trug. Seine Mutter schien von dieser Seite ihres Sohnes nichts zu wissen. Er trug immer schwarz, wenn er ausging. Der lange schwarze Ledermantel war sein Markenzeichen. Dazu ein dunkles Hemd, schwarzer Schlips und schwarze Hose. Und während Peter Moore weiter Tag für Tag mit seinem Lieferwagen durch die Gegend fährt, ahnt niemand, der ihn kennt, dass er ein perfides Doppelleben führt. Nur eine knappe Autostunde entfernt lebt Peter Moore nach dem Tod seiner Mutter 19 Monate zuvor nun allein in Kinmel Bay.
Das Geschäft der Familie Moore läuft immer schlechter. Und so erfüllt sich Peter einen Traum und eröffnet ein drittes Kino in Holyhead. Es sprach sich herum, dass sich in North Wales ein Mann um die Rettung der alten Filmtheater bemühte. Doch tatsächlich hat er mit den Kinos keinen großen Erfolg. Und auch in Peter Moores Privatleben geht es turbulent zu. Nachdem seine Mutter tot war, konnte er seine SM-Leidenschaft endlich ohne Angst vor Entdeckung ausleben. Sie konnte ihm ihre Liebe nun nicht mehr entziehen, denn sie war tot. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sich in diesem Haus alles abspielte. Man hörte seltsame Geräusche und erzählte sich Geschichten und stellte Mutmaßungen an. Aber ich will nicht hoffen, dass das das Haus des Horrors war. Der Zeuge hatte beschrieben, wie man zu dem Haus kam. Über die Küstenstraße bis zur Ampelkreuzung in Kinmel Bay. Ich folgte der Beschreibung. Gleich rechts hinter der Kreuzung sollte das Haus sein. Der Ermittler erkennt das Haus sofort. Es ist das Haus von Peter Moore. Peter Moore wohnte dort. Er war schwul und ich selbst habe ihn Lederklamotten tragen sehen. Das machte ihn natürlich zu einem Hauptverdächtigen. Wir fanden in seinem Haus Peitschen, Gummiknüppel, Nazihelme und Uniformen sowie Accessoires aus der SM-Szene. An den Decken und Wänden waren Blutspritzer, vermutlich entstanden durch das Benutzen einer Peitsche. Irgendwie passte das alles nicht zusammen. Gummiknüppel und Uniformen und daneben Plüschtiere auf dem Bett. In allen Zimmern fanden wir Hinweise auf SM-Aktivitäten. Nur das Zimmer seiner Mutter war unberührt und rein. Er grinste und posierte, ein schrecklicher Mensch. Die Angehörigen der Opfer sehen erschüttert zu, welche Show er abzieht. Er hielt sich für einen Filmstar. Jedes Mal, wenn er vor dem Gerichtsgebäude auftauchte, grinste er und winkte mit beiden Händen. Seht her, ich bin Peter Moore. Ich geb dir gleich Peter Moore. Aufgrund seiner sadistischen Neigungen war er dafür prädestiniert, eines Tages zum Mörder zu werden.